Gerade gemütlich ist es hier nicht, aber hier gibt's einiges zu entdecken, Freunde. Willkommen zurück bei Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Aktuell befinde ich mich auf der Karte hier. Und ich habe wieder ein bisschen privat gespielt und habe mir hier einige Dinge markiert. Hier war ein Charakter, den ich sehr interessant fand, den wollte ich nicht ansprechen ohne euch. Bei dem Stern hier war einfach ein interessanter Ort. Und hier bei diesen beiden Totenköpfen habe ich mir zwei ziemlich... ja, doch bedrohliche Gegner markiert, die ich heute auch gemeinsam mit euch erledigen will. Also wir haben hier ganz, ganz im Osten von Hyrule ein paar sehr kuriose Dinge zu tun. Als allererstes müssen wir jetzt aber, glaube ich, hier diese Steine sprengen, weil genau, hier fließt so ein Wind entlang und ich habe keine Ahnung, was der macht, aber wir müssen diesem Wind irgendwie Platz bieten. Wie gesagt, ich weiß nicht, was mir das bringt, aber ich sag mal, umsonst können wir das doch mit Sicherheit nicht wegsprengen. Hier haben wir nochmal so Steine. Ich spreng das jetzt einfach alles mal weg. In der Hoffnung, dass dann irgendwas Krasses passiert. Ich kann ja auch in diesen Wind reinhüpfen. So. Oh, scheiße, das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Oh, wer ist da? Ach, das ist ein Krabben. Oh, scheiße, ich dachte, das wäre ein Crocs. Okay, aber ich folge jetzt einfach mal dem Wind. So, ich bin jetzt hier in so einer riesigen Krabbenhöhle. Auch spaßig. Ui, ja, Freunde, schaut mal. Da sind glitzernde Erzbrocken, ne? Ich hoffe, die haben was. Okay, nur Leuchtsteine. Die kann ich jetzt nicht so gebrauchen, aber die Krabben nehme ich mir natürlich alle noch mit. Ich frage mich gerade, ob mit diesem Wind noch irgendwas passiert. Ob ich hier noch irgendwelche Steine sprengen. Und da vorne haben wir noch welche. Und da unten ist so ein Steinkreis. Diese Steinkreise bedeuten immer, dass man da einen Croc finden kann. So, und hier komme ich nicht hoch, ich sehe schon. Weil es regnet. Hier muss ich einen Stein reinwerfen. Den ich wahrscheinlich da oben finde. Zu dem ich jetzt aber keinen Zugriff habe. Da wäre auf jeden Fall ein Croc für mich. Okay, aber jetzt springe ich auch mal eben den Ort da drüben. Und da drüben ist noch ein... Gott, ein ganz... Nein, ich brauche meinen Bogen, nicht meine Fackel. Nein, du solltest keinen Feuerpfeil schießen. Oh, du bist so blöd. Jetzt habe ich keine Feuerpfeile mehr. Scheiße. Den da kill ich, weil das sind die schlimmsten Gegner überhaupt. Scheiße, zu kurz. Mein Bogen ist zerbrochen. Und ich habe den nicht mehr erwischt. Was für eine grandiose Ausbeute. Nehmen wir den da... Ich brauche hier nichts Besonderes. Und der trifft mich natürlich. Aber jetzt habe ich ihn auch getroffen. Okay. Ein fairer Schlagabtausch. Was macht diese Steinwand da? Und hier ist noch ein Rüstungsfisch. So. Dann sprengen wir doch auch das mal. Buff. Okay. Jetzt kann der Wind da auch durch. Aber es tut sich immer noch nichts. Gibt es noch eine Seite, von der ich den Wind da rein... fließen lassen muss. Und tatsächlich, schaut mal, Freunde, da oben sind diese ganzen kleinen Steine. Oh, mit dem Wind konnte ich mir jetzt hier auch gerade gut mittragen lassen. So, die hier muss ich jetzt da unten reinwerfen. Und wo kommt diese komische Musik her? Hört ihr die auch? Vielleicht treffe ich ja. Oh, das war zu weit. Probieren wir es mal so. Auch das ist zu weit. Damn. Zum Glück liegen hier oben mehrere. Manchmal ist es auch echt so, dass da einfach immer nur ein Stein versteckt ist. Dann werfen wir mal so. Nein! Nicht getroffen. Ich muss noch weiter hinter. Damn. Was los? Probieren wir es mal so. Ey, das ist doch unfassbar. Könnte ich mal bitte so einen blöden Stein da reintreffen? Ist wieder zu weit. Okay, aber das ist die richtige Linie. Moment. Dann werfe ich jetzt von hier. Jetzt habe ich getroffen. Ja! Und da ist ein Croc. Supi! So, dich will ich. Ich will nämlich meine Waffentasche bald wieder vergrößern. 9 Samen habe ich schon. Ich glaube, für die nächste Vergrößerung werde ich wahrscheinlich so circa 7 brauchen. Und da vorne ist der Charakter, den ich gesehen habe. Ach, das ist der Charakter. Das ist ein Vogel, der hier, wie heißt es? Ziehharmonika spielt. Okay. Interessanter Charakter, aber ich kapiere diese Windspielchen hier noch nicht ganz. Ich habe immer noch das Gefühl, ich kann irgendwo was sprengen, was ich noch nicht gesprengt habe. Aber vielleicht passt doch schon alles. Weil ich sehe jetzt nämlich nichts mehr, was ich noch sprengen kann.
Ich würde sagen, wir besuchen den Typen einfach mal. Vielleicht hat der mehr Ahnung von dem Ganzen hier. Hey, mein Freund. Und den habe ich mir auch markiert auf der Karte. Hi. Na sowas. Ich habe nicht damit gerechnet, hier jemanden zu treffen. Nanu, das an deiner Hüfte. Ach, es ist nichts. Tut mir leid, wir haben uns eben erst getroffen und ich... Ja, wer bist du denn? Oh, hast noch nie einem... Bist noch nie einem Orni... Hast noch nie ein Orni gesehen? Oh Gott, ich kann nicht lesen. Ach, wo sind nur meine Manieren? Ich bin Kashiwa und ich bereise die Welt auf der Suche nach alten Liedern. Kennst du die alten Lieder von Hyrule? What? Die alten Lieder, sie handeln von Helden, die viele Prüfungen gemeistert und Verheerung aufgehalten haben. Auch in dieser Gegend hier wird ein Lied überliefert, in dem der Held sich den Prüfungen stellt und sie überwindet. Möchtest du das Lied der Region hören? Ja, hau raus. Irgendwas mit den Winden. Die Felsen sind zerbrochen in zwei. Der Wind ist gezähmt und doch frei. Im Land der nimmermüden Winde. Breite vom König gewährte Schwingen. Setze den Fuß auf Land, geschwinde und die Heldenprüfung soll gelingen. Ja genau, und den Platz da vorne, den habe ich mir auch markiert. Nimmermüde Winde, könnte das hier sein? Aber was sind die vom König gewährten Schwingen? Ja, das ist mein Gleiter. Okay. Das heißt, ich muss jetzt einfach hier dem Ganzen folgen, oder was? Ah, wahrscheinlich... Ah, doch, ich glaube, ich habe es kapiert. Ich muss wahrscheinlich diesen ganzen Parcours hier entlang fliegen und darf dabei wahrscheinlich nicht auf den Boden kommen und muss dann da hinten auf dem Podest landen. Und so schaffe ich dann diese Prüfung. Kann das sein? Okay, das könnte jetzt aber, glaube ich, ein bisschen dauern. Ich habe mir hoffentlich alle Winde freigesetzt. Und ich denke mal, das hier soll auch irgendwo in gewisser Weise mein Startpodest darstellen, oder? Dann probieren wir es nochmal. So, hier lang. Oh, scheiße. Ich weiß nicht, wo ich als erstes hin muss. Okay, vielleicht muss ich mir auch hier meinen Aufwind holen. So, ich komme von da an und gehe dann hier rüber und hole mir hier meinen Aufwind. Ich teste das mal eben kurz. Oh, scheiße. Okay, wir probieren das einfach nochmal von vorne. Ich glaube, das könnte jetzt ein bisschen dauern. Aber ich bin gespannt, wofür wir das machen. Bei einem Croc wird es ja wahrscheinlich nicht sein. Dafür wäre die Quest zu aufwendig. Wir werden sehen. Spannend wird es allemal. Okay, dann steuere ich jetzt als erstes diesen Aufwind hier an. Ey, damn, was ist das? Wo zur Hölle muss ich hin? Ey, kann ich mich dann nach oben tragen lassen? Dann kann ich weiter. Das ergibt schon alles Sinn, aber ich muss ja irgendwo zum ersten Aufwind kommen. Oder ich muss vielleicht von noch weiter oben starten. Ist vielleicht dafür dieser Baum da? Oh, das sieht sexy aus. Okay. Richtig. Jetzt darüber und hoch. Okay, jetzt kann ich weiter nach da drüben. Ey, wie soll ich denn da drüber? Hä? Ich gette das nicht. Ich gette das einfach null. Ich lese mir nochmal die Questbeschreibung durch. Vielleicht habe ich auch einfach gerade voll was kackt. Die Felsen sind zerbrochen in zwei. Der Wind ist gezähmt doch frei. Im Land der nimmermüden Winde. Breite vom König gewährte Schwingen. Setz den Fuß auf Land, geschwinde. Und die Heldenprüfung soll gelingen. Okay. Ach, Moment mal. Ich muss mich wahrscheinlich als allererstes erstmal auf das Podest stellen, bevor ich irgendwas tue. Das kann doch wahrscheinlich auch sein. Dann ist das nicht das Zielpodest, sondern ich muss mich da drauf stellen, dass diese ganze Quest überhaupt losgeht. Kann das sein? Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt, aber ich werde das jetzt mal tun. Das ergibt für mich jetzt irgendwie erstmal am meisten Sinn so. Wo war das Ganze? Hier hinten irgendwo, oder? Muss ich mir jetzt nochmal kurz umschauen. Wo ist denn dieses blöde Podest? Ich habe es mir auf der Karte markiert. Oh Gott, ich bin viel zu weit weg. Moment mal, schwimme ich in die richtige Richtung? Nein, ich schwimme noch nicht in die richtige Richtung. Verdammt, ich habe komplett die Orientierung verloren. Das darf doch nicht wahr sein. Jetzt ging mir erst wieder schöne Musik. Das ist doch schon mal toll. Jetzt bin ich in die richtige Richtung unterwegs. Okay. Ja, dann kletter ich mal kurz da hoch. Oh, das hat ganz knapp gereicht.
Sheesh. Da vorne ist da, da muss ich hin. Und dann bin ich gespannt, was passiert. Wisst ihr, so mache ich das auch mal ein bisschen. Wenn ich privat zocke und ich einfach irgendwas finde, dann markiere ich mir das ab jetzt einfach auf der Karte und löse es dann gemeinsam mit euch. Ich check das nicht. Ich check das beim besten Willen nicht. Also ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was ich hier tun soll. Irgendwie muss ich wahrscheinlich da durch diese Felsen gleiten. Oh nein, Friends. Muss ich da noch was wegsprengen? Das sieht nämlich noch was sehr verdächtig danach aus, dass ich sprengen muss. Das werde ich mal kurz abchecken. Oder nicht? Das ist da oben, ne? Oh, Link, du bist jetzt nicht wirklich ertrunken, oder? Wie gehe ich das Ganze am besten an? Ich heile mich jetzt erstmal, bevor irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Hier so ein saftiger Fleischspieß. Das ist doch immer eine tolle Sache. So. Jetzt mal kurz auf die andere Seite. Ich verkacke hier irgendwas ganz gewaltig. Doch, doch, das da oben sieht schon verdächtig aus, oder? Das sieht nicht so aus, als ob es so sein sollte. Muss ich die vielleicht von oben runterwerfen? Check mir das Ganze mal ab, aber das sieht mir noch nicht so ganz geheuer aus. Oh, geh doch! Oh, Link. Please. Ey, ich stelle mich hier aber auch gerade dumm an, ne? So, jetzt sind wir oben. Aber da unten muss ich noch irgendwo was sprengen. Ich glaube, das geht so nicht. Ich glaube, ich kann da nicht sprengen. Ich glaube, das habe ich mir nur eingebildet. Oh, scheiße, das war nichts. Zum Glück habe ich ja die Bomben plus, da kann ich die schneller werfen. Nein, ich glaube nicht, dass ich da was sprengen kann. Das würde mir, glaube ich... Oder? Aber das sieht doch schon verdächtig aus. Doch! Ich habe was getan. So, und jetzt kommt von überall der Wind durch. Der kann jetzt überall durchpfeifen. Und jetzt passiert da was. Und zwar was? Uiuiui, der pfeift da jetzt richtig durch. Das ist ja übel. So, da rattern wir da mal ganz schnell rüber. Oh, nice. Epic. So, und was passiert jetzt? Es ist irgendwie immer noch nichts passiert. Hä? Also das Ganze leuchtet jetzt. Fast wie so ein Dungeon. Fast wie so ein Schrein. Das würde auch passen, weil ein Schrein würde hier richtig gut hinpassen, aber... Warum ist hier keiner? Okay, aber checken wir das nochmal ab. Was steht denn in der Quest? Die Felsen sind gebrochen in zwei. Der Wind ist gezähmt und doch frei. Im Land der nimmermüden Winde. Breite vom König gewährte Schwingen. Setze den Fuß auf Land, geschwinde. Und die Heldenprüfung soll gelingen. Enträtsel den Text. Setze den Fuß auf Land, geschwinde. Ja, auf welches Land? Wo soll ich meinen Fuß schnell hinsetzen? Ich bin einfach gnadenlos überfragt, Friends.
So. Von hier dann dahin. Und dann von da hier rüber. Ich sehe nichts. Ich sehe einfach mal absolut nichts. Okay. Und jetzt von hier muss ich dann darüber schweben. Und was habe ich dann erreicht? Okay, ich habe irgendwas erreicht. What? Und jetzt kommt da ein Schrein raus, oder was? Das sieht mir sehr nach einem Schrein aus, ja. Ja, aber was war jetzt die Challenge? Okay, aber es gibt ja einen Schrein, der versteckt ist. Fies. Aber ich habe ihn gefunden. Aber was genau war jetzt die Challenge? Ich musste einfach vom Zwillingstein... Von den Steinen musste ich einfach darüber schweben und direkt darauf landen, oder was? War das die Herausforderung, die es zu bewältigen gab? Ich weiß es nicht. Wie gesagt, bitte entschuldigt, dass ich ein bisschen Kaffee trinke, aber ich brauche einfach ein bisschen was Warmes. Ich bin gerade aus der Schule gekommen. Aber ich wollte natürlich auch aufnehmen. Ich hoffe, es ist für euch noch... Wisst ihr, wenn ich jetzt nämlich wieder ohne Facecam aufnehmen würde, dann könnte ich einfach heimlich trinken, dann wäre das ja auch in Ordnung. Und jetzt trinke ich halt auch heimlich, bloß ihr seht halt, wie ich an meiner Kaffeetasse nippe. Please, please forgive me. Ach, und das war's auch schon. Ach, es war einfach nur die Prüfung, hier in den Schrein reinzukommen. Im Schrein selber muss ich gar nichts mehr machen. Feuergroßschwert! In der alten Zeit hat ein Goronenschmied diese magische Waffe im Feuer des Todesberges gestellt. Schwinge es, wenn die Klinge rot leuchtet, damit es Feuer speit. Okay, ich werde nicht mit dem kämpfen, aber ich will es mir mal angucken. Wow. Achso, sonst muss ich jetzt wieder ein bisschen aufladen. Und dann, okay, das ist nice. Okay, Freunde, da haben wir was richtig Krasses entdeckt, würde ich mal behaupten, ne? Und wir kriegen auch wieder ein weiteres Abzeichen. Und das Gute daran ist, ich glaube, das sollte wieder mein viertes sein, weil ich habe heute in der Berufsschule wieder 3 Schreine geschafft. Mal sehen, ob ich mich verrechnet habe. Vielleicht waren es auch nur 2. Nein, es ist unser viertes. Sehr gut. Wir können bei Hylia wieder was Neues anfordern. Ich weiß aber mal wieder nicht, ob ich die Ausdauer oder den Herzcontainer nehmen soll. Aber wir haben weitere 4 Abzeichen. Das ist schon mal sehr gut. So, aber... Bevor wir jetzt, uns da was holen, zeige ich euch erstmal die beiden spannenden Bosse, die ich entdeckt habe. Aber das war auf jeden Fall ein sehr gut versteckter Schrein. Aber wenn man sich die Karte anguckt, dann fällt einem schon auf, dass hier irgendwo noch ein Schrein sein muss. Das hat einfach gepasst. So, viel spannender wird es jetzt aber, wenn wir da hinten hochgehen. Weil da habe ich gleich 2 mächtige Gegner entdeckt und bei denen werden wir bestimmt das ein oder andere Mal Game Over gehen. Das Gute ist aber, wir haben ja noch den Segen von Miffa, hieß sie so? Ich glaube schon. Und der hilft uns ja dabei, sollten wir einmal sterben, werden wir mit mehr Leben wiederbelebt. Ja, das haben wir auch schon festgehalten und jetzt war ich zu blöd, um hier meine Ausdauer richtig einzuteilen. Mir ist das privat schon mal passiert, da passiert dann Folgendes, man geht Game Over... Und dann wird man wieder geheilt mit mehr Herzen. Und dieser Elefant, das Symbol, was wir da oben links sehen, das entleert sich sozusagen. Und wenn das wieder voll ist, dann können wir den Segen wieder verwenden. Das heißt, die Symbole da an der Seite stehen für die Einsatzzeit der Sonderfähigkeiten, die wir wohl bekommen von den Leuten, wenn wir einen Titanen befreien. So, und ich habe mir hier diesen Typen markiert. Wenn ich das richtig gesehen habe, hat der... Nur ein Auge. Und ich glaube, man muss ihn mit Pfeil und Bogen in dieses Auge schießen und dann kann man ihn richtig zerlegen. Safe ist auf jeden Fall, dass ich hier speichere. Weil ich werde öfters gegen ihn kämpfen müssen, das kann ich euch sagen. Ich glaube kaum, dass wir ihn beim ersten Mal schaffen. So, aber ich schleiche mich jetzt beim ersten Mal direkt an. Ganz langsam. Ich möchte hier gar kein Risiko eingehen. Der hat irgendwas in seine Kette hängen, was glitzert. Der hat irgendwas Episches in seine Kette hängen, was glitzert. Er pennt noch.
So, aber wisst ihr was? Ich greife hier erstmal mit einem anderen Schwert an. Und zwar mit dem hier. Zack, zack, zack. Bam. Okay, ich glaube, ich habe ihn schon mal... Boah, der wird sogar als richtiger Boss. Der wird sogar als richtiger Boss hier festgehalten mit einer eigenen Lebensanzeige und einem eigenen Namen. Holy shit. Okay. Ach, das war der, der immer den Baum nimmt. Ich vergaß. Okay, ich muss sein Auge treffen. Ich muss, glaube ich, sein Auge treffen, oder? Okay, ich habe ihn getroffen. Okay. Okay. Zack. Okay. Okay, jetzt muss ich, glaube ich, weg. Jetzt muss ich weg, weil an seinen Füßen... Ich muss ausweichen, bevor er mit seinem Baum irgendwelche Faxen macht. Okay, jetzt verdeckt er sein Auge. Da werde ich jetzt erstmal nichts machen. Wir haben eine interessante Mucke hier. Ohne Frage. Oh, boy, 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 boy. Okay, jetzt verdeckt er sein Auge wieder. Das kannst du aber nicht ewig machen, mein Freund. Das hast du vorhin auch nicht ewig gemacht. Das hast du vorhin auch nicht ewig gemacht. Tu deine Hand weg. Nein, mein Bogen ist zerbrochen. Das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Ich brauche einen anderen, ich brauche einen anderen. Bisher läuft es ganz gut. Er hat uns noch gar nichts machen können. Wir müssen einfach außerhalb seiner Reichweite bleiben. Und... Okay, jetzt snackt er sich wieder in den Baum. Ne? Ja. Jetzt muss ich ihn safe treffen, weil er mich ansonsten richtig zerlegt. Okay, jetzt kann ich gerade nichts gegen ihn machen. Scheiße, scheiße. Er darf mich mit dem Baum nicht erwischen. Er hat eine mega reich. Ich meine, er ist absolut riesig. Und der Baum gilt wahrscheinlich noch offiziell als Lanze, ne? Oh, tu deine Hand da weg. Ohne Scheiß. Aber wir machen ihm auch so ganz gut Damage. Ich frage mich gerade... Oh, scheiße. Nein, Bogen zücken, Bogen zücken, Bogen zücken. Ich sagte Bogen zücken. Wenn ich jetzt mal eine andere Pfeilart nehme, ob mir das hilft. Meine Ausdauer, meine Ausdauer, meine Ausdauer, meine Ausdauer, meine Ausdauer, meine Ausdauer. Shit, shit, shit. Okay. Okay, das macht ihm nichts. Nein, du sollst doch da nicht hochklettern. Du Trottel. Okay. Aber bisher hat er mir noch nicht viel gemacht, ne? Okay, das war dumm. Das war ein Treffer in sein Auge. Das war so safe ein Treffer in sein Auge. Aber schaut mal, mit dem Bogen, ne? Machen wir ihm auch so ganz gut Damage, ne? Jetzt probiere ich was. Ich probiere was. Ich probiere was. Ich zück meinen Bogen in Slow-Mo. Nein, das war zu spät. Ich habe keine Ausdauer mehr. Aber so geht das. Dadurch, wenn ich von weit oben wo runterspringe, kann ich Slow-Mo triggern. Aber er ist auch schon so down. Okay. Jetzt haben wir zwar mehr... Jetzt haben wir zwar mehr Pfeile verbraucht, als ich wollte. Aber wir haben ihn gekillt. Und was ist das? Ein Königsschwert und ein Königsbogen. Okay, um noch ein bisschen was zu futtern. Röstforelle. Ein Zahn. Für Medizin. Röstbar. Ein Hinox-Herz. Man kann Medizin daraus herstellen, doch soll es sich auch anderweitig verwenden lassen. Okay, dann werde ich das safe mal behalten, ne? Boah, ein Fußnagel. Bäh. Wie eklig ist das denn? Noch eine geröstete Krabbe. Boah, noch mein Fußnagel. Uah. Okay. Aber dann haben wir den gekillt. Und ich glaube, der Loot hat sich mal richtig gelohnt. Damit kann ich auch den Stempel löschen. Die Rätsel da habe ich auch schon gelöst. Dann kann ich die auch löschen. Und hier unten, Freunde, ist noch ein zweiter Boss. Wir haben jetzt kein einziges Leben verloren, ne? Der war jetzt aber auch nicht so schwierig. Aber mir soll es ja recht sein. Wir haben jetzt auf jeden Fall einen kranken Bogen bekommen. Mit 38 Damage. Das ist ein stolzer Damage. Ja, doch. Ich denke, das kann man so festhalten. So, aber... Da oben erwartet mich noch was Schlimmeres. Da oben erwartet mich nämlich, glaube ich, nochmal ein Leue. Also nochmal ein halb Mensch. Also ein halb Pferd, halb Löwe. Sonst was. Gedöns. No plan. Wo war... Da vorne. Da sieht man schon ganz, ganz leicht am Horizont. Da. Und der sieht richtig übel aus. Ich weiß nicht, ob ich gegen den bestehen kann. Ich habe keine Ahnung. Ich werde auf jeden Fall wieder speichern. Das ist auf jeden Fall schon mal der Boss-Fight. Der erste, jetzt schon mal gespeichert ist, weil bei dem haben wir uns ja wirklich nicht schlecht angestellt. Und ich nehme jetzt, glaube ich, auch einfach mal den Königsbogen direkt. Ich mache hier gar keine Faxen. Und dann checken wir einfach mal ab, was sich gegen den machen lässt.
Okay, der bevorzugt auch. Oh, holy! Mit einem Schuss zieht die mir sechs ein... Ach, du Scheiße. Ich hätte mehr zu essen kochen sollen. Ausdauer brauche ich hier nicht. Ich brauche nicht Frostschutz. Ich habe, glaube ich, gar nicht... Okay, wir haben hier diese, das Elektro-Omelett gegen Elektroschaben. Das ist ja schon mal was. Okay, jetzt hat gerade Zeldas... Jetzt hat gerade Zeldas... Okay, jetzt haben wir das schon mal geschafft. Und mit dem Schwert können wir, glaube ich, jetzt richtig was anstellen, oder? Oh, holy shit, Freunde. Wir machen ihm ja gar keinen Damage. Okay, aber wir haben dasselbe nochmal geschafft. Aber wir machen ihm richtig wenig Damage. Das ist nochmal eine stärkere Version des Leuen, gegen den wir schon mal gekämpft haben. Aber er macht jetzt schon wieder denselben Fehler wie letztes Mal. Aber schaut mal, wie wenig Damage wir dem machen. Ich glaube nicht, dass wir gegen den bestehen können. Ja, nein, das ist... Der ist noch stärker. Der ist noch stärker als der andere. Okay, nein, das wird nichts. Das, hier werde ich, könnte ich alle, wir lassen den einfach mal gespeichert auf der Karte und kommen irgendwann später wieder her. Oh Gott, Alter, ich merke gerade, dass meine Facecam mega dunkel wird. Ich nehme gerade zu der Zeit auf, wo es draußen dunkler wird. Okay, jetzt sieht man mich wieder. Nein. Ich merke schon, das wird hier nichts. Aber ich habe noch was anderes, was wir probieren können. Wo ich auch schon mal zu schwach war, nämlich dieser Schrein hier unten. Ihr seht ja schon, Kampfprobe schwer. Ich habe es euch ja schon mal gesagt. Hier wartet so eine kleine Version eines Wächters auf uns. Und als ich den Dungeon gefunden habe, war ich da viel zu schlecht. Aber wir haben jetzt einige bessere Items. Und ich fühle mich jetzt auch in der Lage, diesen Schrein zu schaffen. Aber dieser Leue war ja mal einfach absolut krank, ohne Scheiß. Also ihr habt ja gesehen, ich bin zweimal ausgewichen, habe ihm zweimal mit dem 34er Feuerschwert gegeben. Und der hatte vielleicht nicht mal ein Achtel seines Lebens weg. Und man sah auch, dass der deutlich heftiger aussah als der andere. Also den werden wir mal schön in Ruhe lassen. Wir haben diesen einäugigen Boss besiegt, das war schon mal eine gute Sache. Obwohl der auch ein bisschen langsam war, also sich auch ein bisschen dumm verhalten hat. Aber wir brauchen das Ganze jetzt nicht hier herausfordern. So. Ich weiß nicht, ob ich hier mit dem Feuerschwert kämpfen soll, weil die Wächter sind ja aus Stein. Ich glaube, ich nehme mir einfach mal das Königsschwert und Schild. Weil das ist nämlich so ein Wächter mit drei Waffen gleichzeitig. Das ist schon ziemlich krass. So, Kampfprüfungsschwert. Da seht ihr eine Axt, ein Speer und ein Schwert. Aber ich greife jetzt natürlich erstmal mit Elektropfeilen an. So, jetzt kann ich nämlich schon mal hin. Zack, und ihm erstmal geben. So, und den kann man auch dadurch besiegen, dass man eben gut ausweicht. Und dann kann man den nämlich richtig schnell geben. Und je nachdem, mit welcher Waffe er zu einem gerichtet ist, kann man das Ganze eben ein bisschen... So, das ist jetzt so eine Axt, die schwingt immer seitlich. Ein Speer wird immer frontal gehandhabt. So, wenn er auf Entfernung geht, das war auch bei den anderen so, dann muss man einfach hier hingehen. Zack, dann kracht er da daneben. Und dann kann man ihm richtig geben. Und so muss man mir einfach immer wieder Stück für Stück ausweichen. So, das ist kein Stress eigentlich. Also, und dann muss man es hier einfach Stück für Stück schaffen. Aber damals haben mir auch jegliche Waffen gefehlt, um gegen den überhaupt irgendwas ausrichten zu können. So, ja, ne? Ist ja süß. Okay, jetzt wechselt er seine Waffen wieder. Okay, jetzt geht er auf Distanz. Da will er wieder seine Wirbelattacke machen. Da muss er sich hinter so eine Säule stellen. Oh, er ist schon da vorne gegen eine geknallt, merke ich gerade. Dann nehme ich jetzt mal... Ja, nein, das ist aktuell mein stärkstes Schwert. Okay. Okay, immer auf Entfernung bleiben. Hier könnte ich auch nach hinten ausweichen, aber eine Axt ausweichen finde ich fast schwerer als diesen Speer. Deswegen bekämpfe ich ihn lieber von der Seite. Oh, jetzt hat er sogar seine Waffe gewechselt, seine Richtung. Okay. Ich verstecke mich wieder hier hinten. Es ist nur eine Frage der Geduld. Also seine Angriffe lassen sich mit gutem Timing auch ausweichen. Und man muss sich gar nicht unbedingt treffen lassen. Ah, da, jetzt hat er mich getroffen. Scheiße, okay. Aber ich habe natürlich auch mehr Herzcontainer, als ich das erste Mal da war. So. So, jetzt muss ich aufpassen. Wieder hinter eine Säule. Und ich werde mal kurz irgendwas Leichtes fressen. Ich kämpfe lieber mit vollen Materialien, mit vollen Herzen, weil ich nicht weiß, was der noch so drauf hat. Oh Mann, das stellt hier alles viel zu viele. Ah, hier habe ich noch so ein bisschen so dubiose Kacke. Gut, dann wird das mal. Zack! Sehr gut. Okay, mein Schild zerbricht gleich. Aber deswegen habe ich jetzt auch mit Einhand gekämpft.
Weil ich hier eben ein Schild gegen die Waffen sehr gut gebrauchen kann. Nach hinten! Okay, mein Schild ist zerbrochen. Nach hinten! Ich brauche ein neues Schild, aber es ist kein Stress. Von denen habe ich sehr, sehr viele, sehr gute. Okay, ich brauche eine Säule. Hier. Ein Wunder, dass mein Schwert noch lebt. Aber da können wir direkt... Ja, okay, jetzt zerbricht es auch gleich. Da können wir direkt von den neuen Items Gebrauch machen. Okay, wieder schön ausgewichen. Wir bekommen wieder die Slow-Mo-Attacke. Jetzt ist das Schwert auch kaputt. War zu erwarten. Aber es ist kein Stress. Ich packe mir... Soll ich jetzt nichts mit... Nee, ich nehme hier so einen Boomerang. Ich bleibe bei Einhandwaffen. Und das ist eigentlich, wie gesagt, das ist schon machbar. Bloß ich hatte damals auch gar nicht genug Waffen, um überhaupt irgendwas gegen die... Ach, jetzt macht er seinen Laser. Ja, das kenne ich auch. So, da freezen wir den einfach mal. Und nochmal, falls er auftaut. Zack. Bam! So, sehr gut. Oh, scheiße. Nein! Als ob! No way! Ein Axtschlag und ich bin down. Okay, da muss ich aufpassen. Aber der ist machbar. Ich cutte euch das. Bis zu der Stelle, bis er wieder so ungefähr ein Drittel Leben hat. Fuck. Okay, Freunde. Ich denke, er hat jetzt ungefähr dieselben Leben wieder, wie als ich vorhin down gegangen bin. Und es gibt eigentlich einen ganz einfachen Trick bei ihm. Stellt euch einfach so hin, dass die Waffe, mit der er angreifen soll, sozusagen auf eurer linken Seite ist. Und ja, wählt einfach die Waffe, die für euch am leichtesten zum Ausweichen ist. In meinem Fall ist das die Lanze. Ich tue mir mega leicht, hier auszuweichen. Ja, danke für den Vorführeffekt. Da. Und dann habt ihr immer den megamäßigen Slow-Mo-Angriff. Wenn er dann irgendwann mal seinen Laser macht, schießt ihr mit Eispfeilen ab. Ja, jetzt kommt er mit seiner Axt. Genau, gegen die kann ich nichts machen. Gegen die bin ich viel zu schwach. Wenn er irgendwann mal was mit seinem Laser macht, richtig, dann friert ihr ihn ein. Und dann könnt ihr einfach euer stärkstes Zweihandschwert nehmen. Wie jetzt das hier. Und ihm einfach richtig geben. So, dass der so richtig down geht. Okay, er macht jetzt immer noch weiter mit dem Scheiß. Was soll das, mein Freund? Ach, jetzt macht er seinen ultimativen Shit. Jetzt muss man ihn killen, bevor er hier irgendeinen Scheiß macht. Ich schieße noch mit dem Eispfeil ab. Ich bin nicht in der Lage, ihm genug Damage zu geben, bevor er seinen ultimativen Todesangriff ausführt. Was soll ich tun? Okay, ich probiere es noch einmal. Ansonsten muss ich auch hier später kommen, wenn ich ein stärkeres Schwert habe. Okay, Freunde. Jetzt haben wir ihn nochmal so weit wieder vor. Aber ich habe vergessen, ich habe ja noch ein 50er Schwert. Und mal schauen, ob wir mit dem was erreichen können. Wenn ich mit dem nichts erreiche, dann kann ich es nicht anders machen und es reicht. Damn, okay, hätte ich da vorne einfach das 50er Schwert genommen. Aber mit viel Praxis kriegt man den wirklich down. Wächteraxt plus 60 Damage. Wächterschwert plus einhändig 40 Schaden und die Lanze nochmal mit 20. Holy shit, und schaut mal, wie viel antiker Stuff hier einfach ist. Boah, ich habe jetzt übrigens auch 3 von diesen Reaktorkernen. Sprich, ich kann jetzt auch noch mein drittes Modul am Schikastein upgraden. So, und dafür lasse ich jetzt die Lanze hier liegen. Also langsam haben wir echt geilen Stuff. Wow, Alter, der hat ziemlich viel Scheiß gedroppt, aber auch mega anstrengend. Also Kraftprobe schwer. Wird dem Namen wirklich gerecht. Man muss halt am Ende genug Damage haben, um ihn davon abzuhalten, ne? Seinen ultimativen Shit jetzt waren Kletterhandschuhe. Die speziell gearbeiteten Fingerspitzen erlauben kraftsparendes Klettern, ohne abzurutschen. Heißt das, wir können auch im Regen schnell klettern? Wie epic ist das denn? Wir haben jetzt schon eine Kletter- und eine Schwimmrüstung. Wow. Geiler Scheiß. Also hat es sich definitiv gelohnt und wir bekommen hier noch ein Abzeichen. Geil. Okay, Freunde, ich würde sagen, ein Part mit einem sehr schwierigen Rätsel am Anfang und anschließend epischen Kämpfen gegen diesen Hinox Hixon, oder wie ist dieser große, fette Typ, einem noch zu starken Gegner, diesem Pferd, diesem Leuen und jetzt auch noch hier diesem schweren Wächter. Holy shit. Richtig viel passiert, Freunde, heute. Wenn es euch auch gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da und bis zum nächsten Mal, euer Hübi. Haut rein, schaltet beim nächsten Mal wieder ein.